Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute klären wir die Frage, was eigentlich mit Ruffys Familie ist. Allgemein zu seiner Mutter will ich ganz wichtig nochmal drüber sprechen. Da habe ich alle Hinweise rausgesucht, die man bis jetzt hat, alle Theorien rausgesucht und ob unser guter Ruffy eventuell noch einen anderen Bruder hat. Also einen, mit dem er wirklich richtig durch die Blutlinie verwandt ist. Weil wir wissen ja alle, Ace und Sabo kamen ja alle aus verschiedenen Familien und die haben sich letztendlich getroffen, sind sozusagen als Brüder aufgewachsen, aber sie waren nicht durch eine Blutlinie verwandt. Und da ist die Frage, hat Dragon eventuell noch einen Sohn? Oder allgemein, was war mit Dragon? Was ist mit der Mutter von Ruffy? Wieso gibt es so viele Fragen zu unserem Hauptcharakter, zu unserem Protagonisten von One Piece? Wir kennen ihn jetzt schon so viele Jahre, hunderte Folgen, haben wir alles mit ihm erlebt und jetzt auf einmal wissen wir immer noch nicht, was mit ihm ist, woher er eigentlich kommt richtig und was damals passiert ist. Und darüber reden wir heute. Und ihr wisst, ich mache sowas nicht, aber falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, Leute, wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten, das ist echt absolut überkrass, dann würde ich dich bitten, einmal den Abonnierknopf zu drücken, dann haben wir die auch bald vor, Leute. So, Thema Ruffys Mutter. Es gibt so viele Theorien im Internet dazu, Leute, also es ist wirklich krass. Und erstmal muss man die Frage klären, warum hat Oda uns überhaupt noch nichts irgendwie in der Story jetzt gezeigt über die Mutter? Es wurde nicht mal die Mutter erwähnt, nicht mal ansatzweise wurde ein Satz nur über die Mutter irgendwie gelassen, von niemandem. Es wurde nur einmal was in der SBS, also in einer Frage-Antwort-Geschichte von Oda, hat er was geschrieben über die Mutter, darauf komme ich auch noch zu sprechen, Leute. Aber für mich ist ganz klar, er spart sich einfach die Thematik mit Ruffys Familie und so noch auf. Wir haben jetzt gerade gesehen mit Sanji, haben wir jetzt auch erst, Sanji kennen wir auch schon so viele Jahre, sogar schon Jahrzehnte. Und wir haben jetzt auch erst so seine richtigen Ursprung, seine Familie kennengelernt, was mit seiner Mutter passiert, das haben wir jetzt erst kennengelernt, von Sanji sozusagen. Und von Zoro wissen wir sozusagen auch nichts, wie er als kleiner Junge ins Dojo gekommen ist. Ja, aber was ist denn mit seiner wahren Familie? Was ist damit mit seinen Eltern? Wissen wir auch nicht. Deswegen denke ich, dass das auf Wano Kuni thematisiert wird und dass danach sozusagen unser Protagonist, also Ruffy, danach ein bisschen thematisiert wird, mehr, ein bisschen mehr in seine Vergangenheit reingetaucht wird, in Bezug auf Dragon, in Bezug auf seine Mutter, in Bezug vielleicht noch auf andere Familienmitglieder. Ich glaube ja auch sozusagen, dass Zoro noch andere Brüder, vielleicht sogar auch Schwestern hat, die auf Wano Kuni vielleicht sogar leben, weil er ein Nachfahre ist von Ryuma, wie es aussieht und auch wahrscheinlich seine Ursprungswurzeln auf Wano Kuni hat. Deswegen glaube ich, dass jetzt der Wano Kuni-Arc, der dieses Jahr anfangen soll, auch zu Zoro viel zeigen wird. Mit Ruffy ist das ein bisschen anders. Es gibt sozusagen keinen Arc, wo man irgendwie drauf hinfiebert, wann es kommen wird, wann werden wir über Ruffy was erfahren. Deswegen glaube ich, dass wir über Ruffy irgendwas erfahren werden zwischen irgendwelchen Arcs. Oder jetzt bei der Reverie, dass er auf Dragon irgendwie trifft, aber er wird auch nicht da sein bei der Reverie Ruffy, deswegen wird er gar nicht auf Dragon treffen. Das ist nämlich das Ding, was das ein bisschen wieder aushebelt. Ich glaube, nach Wano Kuni wird das Ganze eskalieren mit der Weltregierung, mit Blackbeard und mit den Revos und dann wird Ruffy auch auf Dragon treffen, sein Vater, mit dem er noch nie ein Wort gewechselt hat, wie krass das eigentlich ist und wir haben auch einmal gesehen, wie egal Ruffy eigentlich Dragon ist, also er scheißt komplett auf ihn, er hat ihn zwar das Leben gerettet und so, aber er hat sich nicht mal die Frage gestellt oder sucht ihn, wir kennen ja zum Beispiel, viele kennen ja von euch Hunter x Hunter, wo das Ziel dieses Animes, dieses Mangas eigentlich ist, dass der Protagonist, also Gon, seinen Vater sucht, das ist die Hauptstory und bei Ruffy ist es so, er scheißt komplett drauf. Ich denke, wenn es dann soweit ist, dass die beiden mal vielleicht ein paar Worte wechseln, was man sich ja wirklich wünscht als Fan, dass er dann auch durchaus Interesse zeigt, auch an seiner Mutter. Er ist jetzt einfach so aufgewachsen. Seine eigentlichen Mütter waren jetzt Makino und Dadan. Und Garp war sozusagen sein Ersatzvater damals. Also das ist wirklich schon krass. Deswegen hat er gar keine so eine Bindung oder allgemein keinen Verlangen danach, nach denen zu suchen. Und ich glaube, früher oder später wird er sowieso auf Dragon treffen. Und da ist die Frage, wird Oda da schon alles revealen mit der Mutter? Weil ich glaube, die Mutter ist gestorben. Also es gibt nur zwei Optionen theoretisch. Naja, vielleicht sogar drei. Und zwar, Ruffys Mutter ist gestorben damals bei der Geburt. Wir wissen alle, Podcast die Rouge, also die Mutter von Ace. Da ist das Gleiche passiert. Das war ja letztendlich die Frau von Goldie Roger und die hat ja letztendlich Ace 18 Monate im Bauch behalten, also was ja eigentlich möglich ist, also irgendwann kommt das Kind ja raus, aber sie hat ihn einfach immer weiter in sich drin behalten, 18 Monate, Leute, also weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, ob das auch irgendwie so eine Art von Haki ist oder ich weiß das nicht, Leute, oder einfach der Wille, weil wenn ein Kind kommt, dann kommt es, oder kann man ja nicht letztendlich, kann man nicht irgendwie zudrücken und dann kommt es nicht raus, ich weiß nicht, 18 Monate ist schon ziemlich krass und die ist dann letztendlich auch gestorben bei der Geburt, das wäre eine Option, aber das wäre zu recycelt, das würde Oda nicht machen, dass das mit Ruffys Mutter auch passiert ist, so das gleiche Schicksal wie mit Ace Mutter hat Ruffy dann auch, nee, das ist Quatsch, Leute, das ist einfach zu billig, das würde Oda nicht so machen. Viele behaupten auch, dass die Mutter jetzt bei den Revos ist und da gibt es sogar ein paar Beweise, beziehungsweise ein paar Anhaltspunkte, warum man diese Leute vielleicht sogar verstehen kann, die das annehmen. Und zwar, Oda hatte gesagt in einer SBS, also beziehungsweise er wurde gefragt, was ist denn mit Ruffys Eltern? Wann werden wir seine Eltern mal sehen jetzt demnächst? Und da hat er gesagt, ja, im nächsten Band, im nächsten Volume werdet ihr es sehen, beziehungsweise da werden die Eltern aufgeklärt. So, im nächsten Band hat man auch Dragon gesehen, da hat man Garp auch gesehen, also sein Opa, aber man hat halt nicht Ruffys Mutter irgendwie revealed bekommen oder so. Und da gehen viele Fans jetzt von aus, okay, wenn er es schon sagt, die Eltern wurden jetzt gezeigt im nächsten Band oder dann hat man auch die Mutter gesehen irgendwo. Irgendwo muss sie sein, aber die Frage ist, es wurde nichts gezeigt und irgend so ein Charakter, der hinten so ein bisschen dreckig gezeichnet wurde, okay, das wäre so typisch Oda irgendwie im Hintergrund irgendwas verstecken und so und alle denken jetzt, okay, sie wurde nicht gezeigt, aber sie wurde in echt schon gezeigt und so. Ist ja das Gleiche wie auch mit Blackbeard. Er hat auch gesagt, ja,
ihr könnt jetzt mit den Hinweisen, die ihr von mir bekommen habt, könnt ihr schon rausfinden, warum Blackbeard mehrere Teufelsfrüchte essen kann. Hat er so gesagt, aber noch kein Fan ist zu einer wirklich 100% plausiblen Erklärung gekommen, Leute. Deswegen ist das sowieso alles ein bisschen kryptisch, was Oda da raushaut. Aber es gab halt eine Person, beziehungsweise eine Frau bei den Revos, die hinter Dragon war, die so eine Feder am Hut hatte. Da gehen viele von aus, okay, die könnte es sein, aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Ruffys Mutter so eine komische Frau mit so einer Feder am Hut ist im Hintergrund, die einfach da immer so schlecht gezeichnet ist, die auch schon öfter jetzt aufgetaucht ist und auch ziemlich komisch aussieht. Also im Gesicht und so, man hat die jetzt auch schon öfter gesehen, auch im Anime und so. Das sieht schon nicht so realistisch jetzt aus, als wäre es Ruffys Mutter. Dann gibt es natürlich noch die Option, dass sie gestorben ist bei der Geburt, was ich vorhin schon gesagt hatte, oder halt, dass sie einfach getrennt wurden. Und zwar gibt es da auch eine Theorie zu, und zwar, dass Ruffys Mutter ein Tenryubito ist, beziehungsweise ein Himmelsdrachenmensch. Und dass theoretisch die Liebe zwischen ihr und Dragon, der ja ein D im Namen hat, also beziehungsweise Nachfahre von dem verlorenen Königreich eventuell ist, dass die beiden theoretisch gar nicht eine Beziehung miteinander haben dürften, theoretisch. Und dass aufgrund dieser komischen Hierarchie Dragon eigentlich die Revos gegründet hatte, weil er vielleicht alles dahinter gekommen ist, was die Weltregierung gemacht hat, weil sie getrennt wurden und er hatte dann letztendlich nach der Geburt von Ruffy, hatte dann schnell Ruffy genommen und hat ihn dann zu Garp gebracht und sowas, um ihn in Sicherheit zu bringen, weil würde die Weltregierung wissen oder die anderen Tenryubitos oder die Gorosei würden dies wissen, da ist sozusagen ein Kind geboren worden, was durch einen gezeugt wurde, der ein D im Namen hat, also letztendlich dem Feind der Weltregierung, dann würden sie, glaube ich, das Kind töten. Und deswegen war das eine letzte Option, das Kind schnell in Sicherheit zu bergen und es Garp zu geben. Das ist halt nur eine kleine Theorie und das wäre eine geile Thematik, warum man auch vielleicht so verstehen könnte, dass Dragon allgemein die Weltregierung jetzt aus privaten Gründen erstmal für sich als Feind sieht, weil halt privat seine Liebe, seine Beziehung wurde vielleicht genommen oder vielleicht wurde sie sogar auch getötet von den anderen. Also sozusagen die Tenryubito beschmutzt mit ihrem Ruf letztendlich. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Es wäre zwar schon so ein bisschen 0815, zwei Fronten, eine Liebe und es geht nicht und so, aber es wäre auch irgendwie cool, das zu sehen, dass Dragon auch so einen persönlichen Hass gegen die hat, nicht nur den allgemeinen Hass, was sie vertuschen, was sie getan haben, die Schandtaten der Weltregierung, dass sie versuchen, die zu verstecken und sowas und dass sie immer wieder Leute, die dahinter kommen, wie zum Beispiel O'Hara, einfach auslöschen. Das ist natürlich schon krass, aber dass er auch noch so einen privaten Grund hat, so einen Racheakt so ein bisschen ausführen will und dass er das vielleicht alles Ruffy irgendwann in einem Zweiergespräch mal erklärt. Das wäre einfach cool. Ich würde mir sowieso wünschen, dass wir ein, zwei Chapter bzw. ein, zwei Folgen haben, wo wir komplettes Gespräch haben. Ein komplettes Gespräch zwischen Ruffy und Dragon. Eventuell sogar mehr, dass wir den kompletten Flashback sehen, was damals passiert ist, warum er die Revos gegründet hat, ob er Roger kannte. Und da ist nämlich auch die Theorie, dass die Blutlinie zwischen Roger und Ruffy auch wieder stimmt, dass nämlich die Frau von Dragon eigentlich die Schwester von Gold Roger ist, sozusagen. Also, dass Roger der Onkel von Ruffy ist. Und ein kleiner Funfact, Leute, also ich sehe meinen Onkel auch ziemlich ähnlich und bin auch vom Verhalten meinem Onkel ziemlich ähnlich und auch vom Aussehen, Leute. Also, das ist echt lustig und da habe ich gleich dran gedacht, als ich das so jetzt mir so im Kopf durchdacht habe, dass wenn Roger der Onkel ist von Ruffy, dass es durchaus sein kann, dass die Gene sich halt so anordnen, dass halt auch ein Onkel ziemlich Ähnlichkeit mit einem selber aufweisen kann. Und das ist ja wirklich krass, die sind ja wirklich 1:1, also es ist die Reinkarnation Rogers, hört auch die Stimme des Universums, die wirklich nicht jeder hört, beziehungsweise wir wissen jetzt eigentlich nur, dass Roger und Ruffy diese hören, weil Momo und Shirahoshi haben ja letztendlich andere Fähigkeiten. Das Momo konnte ja letztendlich von Sunisha einfach nur hören, was er sagt und konnte ihn befehlen, aber das konnte Ruffy nicht, Ruffy konnte ihn nur hören. Und das gleiche war auch mit den Seekönigen so. Ruffy konnte sie hören, was sie sagen und so, aber, und das war auch mit Roger, haben wir auch in einem Flashback gesehen, Roger konnte diese auch hören, aber er konnte diese auch nicht befehligen. Das konnte nur Shirahoshi. Deswegen, Shirahoshi ist Poseidon, dann wäre eigentlich nur logisch, dass Momo Uranus ist. Nur mal so am Rande. Aber die Stimme des Universums ist nochmal ein ganz anderes Videothema. Erstmal zu Ruffys Mutter. Es gibt auch Theorien, wo viele schon sagen, okay, das ist Shaki, also die Dame, die bei Saboteur Peel diese Bar hatte. Das glaube ich nicht, also die mit Rayleigh da war. Sie hatte zwar schwarze Haare und sie hat auch Ruffy so komisch angesprochen immer, aber nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es auf keinen Fall. Viele gehen auch davon aus, dass es Olvia war, also sprich die Mutter von Robin, dass das auch gleichzeitig die Mutter von Ruffy ist, weil halt Dragon Nico Robin so in Obhut genommen hat und sich für sie interessiert hat und so. Alles halt vielleicht auch seine Tochter ist und dass dann Robin und Ruffy theoretisch Geschwister wären und so. Aber Leute, ist für mich auch nicht so realistisch. Und es gibt locker, wenn man nochmal komplett One Piece durchforstet, da Sachen, die dagegen sprechen. Manche anderen gehen auch davon aus, dass Big Mom die Mutter von Ruffy ist, was ich überhaupt nicht glaube, was totaler Blödsinn ist. Aber Leute, durchaus kann ich mir vorstellen, dass Ruffy noch andere Geschwister hat. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was ich auf jeden Fall glaube, dass es so ist, also das wäre richtig geil, wenn es noch einen Sohn geben würde, der vielleicht ganz woanders aufgewachsen ist. Vielleicht gibt es ja einen Sohn, der auf der anderen Seite aufgewachsen ist. Vielleicht bei den Tenryubito, vielleicht ja oben bei den Gorosei, vielleicht irgendwo anders bei der Weltregierung oder vielleicht hat er sogar noch einen anderen Bruder, der bei den Revos ist und einfach da groß geworden ist, von dem wir vielleicht jetzt nichts gesehen haben, weil Sabo war da, Sabo war der Zweite, deswegen könnte er nicht stärker sein als Sabo, theoretisch, wenn es um Stärke da auch geht bei den Rankings, bei den Revos. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, es wäre auf jeden Fall eine geile Thematik und es wurde ja auch von Oda gesagt, irgendwann wird ein Charakter auftreten und es wird ein Hype-Charakter werden, das
wird ein wichtiger Charakter werden, er wird auftreten, er wird eine Augenklappe haben und er wird ziemlich wichtig sein. Und eventuell ist dieser Charakter dann der Bruder von Ruffy. Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Ich feiere sowas und ich hoffe auch, dass jetzt auf Zoo eventuell noch andere Geschwister von Zoro auftreten. Vielleicht ein Bruder oder einfach der Vater. Sowas würde ich mir schon wünschen. Und der Vater ist vielleicht der Shogun oder Kuina ist der Shogun. Es gibt so viele Theorien, Leute. Ich könnte mir hier noch einen Mundfussel labern. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Wird Ruffy noch andere Geschwister haben? Was ist mit seiner Mutter los? Ist sie eventuell die Schwester von Gold Roger? Oder glaubt ihr, sie ist ein Tenryubito? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich bin für heute raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.